Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute haben wir wieder ein Osterbastelvideo. Und zwar habe ich Eierkartons gekauft und die habe ich dann dekoriert. Als erstes habe ich natürlich das Papier, was drauf quasi war, abgezogen. Es ging auch wirklich sehr einfach. Und ich habe dieses Papier dann auch als Schablone verwendet, um das hinterher neu zu beziehen. Dazu habe ich mir auch noch eine zweite Schablone angefertigt, die etwas kleiner ist als das ursprüngliche Papier und habe das quasi dann als Aufleger verwendet. Ich habe den Aufleger aus Designpapier ausgeschnitten, das ist jetzt Papier vom Action, aus einem A5-Block, das sind die beglitterten Blöcke. Und das Auflegerpapier selbst habe ich dann aus Tonpapier als Mattung zugeschnitten. Das Innere habe ich mir dann auch Rechtecke zugeschnitten. Ich wollte das halt auch von innen auch schön haben. Nee, 8,8, ne? 8,8 mal 7 und 9,2 mal 7,4. Wie immer nehme ich ja immer 4 mm dazu, um das Ganze zu matten. Ich habe auch noch was anderes zwischendurch gemacht. Und zwar wollte ich aus meinem Rest lufttrocknenden Masse mir Deko-Elemente basteln. Und dann habe ich festgestellt, auch Mist, mein Reststück war schon ausgehärtet. Aber ich hatte noch Steinoptik. Modelliermasse vom Action und die habe ich dann halt tatsächlich benutzt. Die ist so ein bisschen gräulich und habe die auf einer Unterlage, die speziell für Clay und Fimo und so gedacht ist, ausgerollt und das Ganze dann halt halbiert und mir so ja eine Art Eierform zurechtgelegt. Also es ist eigentlich ganz einfach. Ihr formt quasi eine Kugel zuerst und ja, macht halt das eine Ende etwas länglicher. Ich habe mit einer Rasierklinge die dann halbiert. Das ist ein Acrylblock von mir. Habe euch jetzt auch etwas näher rangezogen, damit ihr halt das Ganze etwas besser sehen könnt. Halbiert, etwas in Form gedrückt und das Ganze dann halt zum Austrocknen auf dem Acrylblock gelassen. Naja, ob ich jetzt die Eierform so gut hinbekommen habe, ist dahingestellt. Ich finde, es sieht eher aus wie Steine. Aber für meinen ersten Versuch in der Form finde ich, das ist ganz okay gelungen. Ja, also ist wirklich kein Hexenwerk. Das ist wirklich recht einfach gemacht. Die sind jetzt auch wirklich, wirklich winzig, so wie ich das gerne haben wollte. Dann habe ich mir überlegt, dass ich das Ganze noch gerne gesprenkelt haben möchte und habe mir vom Action Gesso in Weiß genommen und habe mit einem Pinsel und mit dem Gesso das Ganze dann halt gesprenkelt. Einen feinen Pinsel dafür genommen, weil dann werden die Sprenkler auch fein und dann großzügig da drauf gespritzt, damit die halt auch etwas Farbe haben, etwas Struktur und irgendwie, finde ich, gibt es das im Ganzen noch ein bisschen so, ja, das i-Tüpfelchen. Zurück zu den Eierkartons. Ich habe das ganze Designpapier am Rand natürlich genäht. Ich kann einfach nicht mehr ohne meine Nähmaschine. Hier hole ich die Fäden nach hinten und klebe sie fest mit Tesafilm. Dazu ist die Pickelnadel natürlich sehr hilfreich. Und dann geht es eigentlich auch schon los mit dem Aufkleben. Wie immer, doppelseitiges Klebeband vom Action und natürlich mein heißgeliebtes Takey Glue von Tonic Studios. Ich muss auch sagen, Tonic Studios muss nicht unbedingt sein. Es gibt auch Takey Glue vom Action. Das Problem ist nur, dass die Düse halt recht groß ist. Da solltet ihr vielleicht einmal umfüllen, aber der Kleber vom Action würde auch vollkommen ausreichen. Von Tombow habe ich dann auch ausprobiert, aber mir ist der zu dickflüssig. Der vom Action ist etwas flüssiger als der von Tonic Studios, aber er fliegt nicht davon. Das heißt, er zerfließt nicht so stark, also es ist absolut ausreichend. Ich habe, wie gesagt, mal eine größere Bestellung in den
in Großbritannien gemacht und habe dann, ich glaube, 8 Flaschen von diesem Tiki-Glue bestellt und ich werde ihn halt so lange benutzen, bis ich den leer habe. Und dann werde ich wahrscheinlich mit dem vom Action weiterarbeiten, sofern er dann noch verfügbar ist. Das ist ja dann auch die Frage. Aber wie gesagt, ich habe damit schon mal früher gearbeitet und der funktioniert wirklich ganz gut. Jetzt das Ganze beziehen. Andrücken natürlich. Und damit das wirklich auch an Ort und Stelle bleibt, habe ich dann mit Klammern das Ganze fixiert, damit die Stellen halt vernünftig ankleben können. Weil der Flüssigkleber braucht halt noch eine gewisse Zeit zum Trocknen. Das ist jetzt schon eine Weile später. Ich habe die 3 Kartons alle schon bezogen, von innen, von außen, und habe das Ganze trocknen lassen. Dann habe ich mir überlegt, wie ich dann weiter das Ganze gestalte und dekoriere und habe mich dann für die Ovale von Nellies Nellen entschieden und habe dann 2 Größen mir rausgepickt, jeweils dann für vorne und innen. Die kleineren sind von innen, die größeren kommen vorne drauf. Und hier habe ich von Alexandra Renke eine Stanze, das sind die einzigen Eierstanzen, die ich jetzt zum Thema Ostern hatte. Habe ich mir eine Schablone angefertigt. Ich habe aus laminierter Folie dann eins von den Eiern ausgestanzt, besser gesagt beide Größen. Hier habt ihr das größere und habe halt dann das Negativ behalten und benutze es halt als Schablone. Und hier haben wir Distress-Stempelkissen. Damit färbe ich mir halt ein Ei erstmal ein. Das wird halt die Frontgestaltung. Das Oval ist dann jetzt nicht so ganz groß und damit das Ei halt besser wirkt, habe ich halt nur den oberen Teil schablonierert und das ist ganz einfach mit dem Blending Brush einfach Farbe auftragen. Hier ist die kleinere Größe von den Eiern. Das war Palmerston, glaube ich. Ich habe gedacht, ich halte mich dann in der Farbe rosa und grau auf. Ich muss aber auch sagen, dieses Grau hat mir am Ende dann nicht gefallen, deswegen wird das halt später überklebt. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich das ausprobiert habe, dachte ich, okay, überlappend schablonieren, das wird schon funktionieren. Und als ich mit dem Schablonieren fertig war, habe ich mir überlegt, 2 Eier sind ganz nett, aber ein drittes könnte auch her. Und hier habe ich 3D Pens vom Action. Wie ihr seht, liegen die bei mir in einem Behälter und die sind schon seit Ewigkeiten nicht in Benutzung. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre jetzt so der Moment, die mal auszuprobieren, einfach als, ich sag mal, Schablonierpaste. Die trocknen sehr flach auf. Das heißt, selbst wenn ihr das jetzt im Video als etwas erhaben seht, das wird nach dem Trocknungsprozess gar nicht mehr zu erkennen sein. Das ist halt, wie gesagt, Perlmutt Weiß jetzt, was ich verwendet habe. Ja, ich sag mal so, ihr habt Produkte zu Hause, die wahrscheinlich schon seit Ewigkeiten nicht angerührt worden sind. Die habe ich damals gekauft, um Perlen selber zu machen und festgestellt, dass die Perlen einfach nichts werden. Die sind einfach zu flach. Also dieses 3D, der 3D-Effekt ist einfach nicht vorhanden. Und ja, wie man mit den meisten Sachen, man testet sie aus. Entweder man freut sich, dass es funktioniert oder halt eben nicht. Und wenn es nicht funktioniert, dann muss man halt Wege finden, wie man das Ganze dann trotzdem nutzen kann. Für die Innengestaltung, die Ovale, habe ich hier mit Distressfarben wieder am Rand eingefärbt, damit ich halt keine weiße Schnittkante habe, was mir nicht so wirklich gut gefällt. Und ja, das eine habe ich grau, die anderen 2 in rosa. Und klebe das Ganze mit meinem Klebestift wieder auf die gewellten Ovale. Die gewellten Ovale sind diesmal aus Action Aquarellpapier gestanzt und die Designpapiere sind auch vom Action. Ich habe das Ganze auch genäht. Hier holen wir auch wieder die Fäden nach hinten und kleben das Ganze mit Klebeband fest. Für die kleineren Ovale musste ich, glaube ich, improvisieren. Da habe ich dann von der Schablone oder von der Stanzschablone mit dem Wellenrand das Innere halt einfach nur nachgezeichnet. Diese Ovale konnte ich ja so direkt stanzen. Auch die wurden genäht, natürlich nachdem das Ganze mit dem Trocknen fertig war.
Normalerweise mache ich das ja vorher, wenn ich schabloniere. Für den Fall, wie gesagt, das kam so beim Basteln, dass ich mich dafür entschieden habe. Aber ich muss auch sagen, das hat gut funktioniert, dadurch, dass das wirklich keine richtige Schablonierpaste ist und das fertige Projekt hinterher ziemlich flach war. Jetzt werden auch die fertig genähten mit etwas Abstand auf die gewellten Aquarellpapierstücke geklebt. Hier verwende ich wieder ein Stück Pappe. Wie gesagt, da geht es eigentlich darum, dass einfach das Ganze etwas Abstand hat und man kann natürlich auch mit Schaumklebeband arbeiten. Ich habe mir gedacht, dass ich dann das nehme, was einfach da ist und in dem Fall war es halt Pappe. Hier habe ich mir wieder zwei Schlaufen aus Häkelgarn in Creme gemacht und aus einem Reststück Knoblauchnetz habe ich mir dann noch so kleine Elemente ausgerissen quasi und dann mit auf die Häkelgarnrollen draufgesetzt. Die vorhin gezeigten Eier von Alexandra Renke habe ich dann auch tatsächlich gestanzt. Dreimal aus Karteikarte und einmal aus diesem wunderschönen Perlmutpapier von der Jittenmeier. Und natürlich habe ich dann außenrum drumrum gemalt und mir eine Mattung aus Transparentpapier angefertigt, weil ich fand, die Eier wirken dann halt besser und in dem Moment hat es halt gut gepasst und ich überklebe dann halt mein graues Ei, was mir halt nicht so wirklich gefallen hat. Und das ist halt so etwas, was man halt öfters machen kann. Also nicht immer sofort alles wegschmeißen, nur weil es irgendwie einem nicht gefällt. Nachdem ich das Ganze zusammengesetzt habe, möchte ich euch halt jetzt das fertige Produkt zeigen. Ich habe noch, wie bei meinen Osterkarten, ein Banner gestanzt aus Transparentpapier und diesmal rosa embossed. Das ist fast der gleiche Spruch, nur halt mit den Druckbuchstaben, sage ich mal. Ich habe mir Rollrosen gestanzt, einfache Blümchen, ganz viel Blätter und hier, das ist das Embossingpulver von Novo, was ich benutzt habe. Das ist in rosa. Und dann halt auch von innen, da sind die fertigen Eier. Kokosfasern von Teddy habe ich dann zu Nestern geformt. Und dann die Eier reingeklebt. Das Ganze habe ich dann mit Heißkleber geklebt, damit es hält, genauso wie die gedrehten Rosen. Auch für die kleineren Ovale habe ich dann Häkelgarn drunter gelegt und auch wieder mit Knoblauchnetz und dann wirklich Blümchenelemente dann dazu. Hier sind die Rollrosen, die Stanzen dafür. Da sind Blümchen gewesen. Genau, die habe ich benutzt. Und zwar eigentlich wirklich nur eine Größe. Ich habe zwei zwar gestanzt, aber ich glaube nur eine benutzt. Hier sind die Blätter vom Action und die Ranken bzw. die Zweige, die ich von Nellies Nellen habe. Die habe ich dann in Braun gestanzt und die Blätter in Grün. Und das Ganze natürlich befüllt. Ich habe was gehäkelt, Blümchen und Herzchen und natürlich ein bisschen Schokolade, geht ja immer, so dass das Ganze halt gut gefüllt ist. Und das habe ich dann dreimal gemacht. Ich habe halt mehr vom Fernseher gebastelt, weil irgendwie war mir einfach zu kalt an meinem Schreibtisch und ich habe das halt beim Fernsehen noch gemacht und ja, möchte euch aber dann halt das Video trotzdem zeigen und ich hoffe, vielleicht ist das eine Inspiration für euch fürs nächste Jahr. Ich meine, Ostern ist ja schon gelaufen. Ich wollte halt nur nicht vorher zeigen, weil meine Freundinnen haben das halt auch später jetzt nach Ostern gekriegt und ich wollte die halt überraschen und nicht vorher das Video hochladen, damit sie ganz genau sehen, was sie kriegen, sondern tatsächlich später. Ja, und das war's. Ein paar Bilder dazu habe ich auch noch hinzugefügt und ja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt sozusagen nicht wirklich alles zeigt. Ja, falls Fragen noch da sind, wie immer, schreibt mir. Ich freue mich über jeden Kommentar. Und würde sagen, bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.